Und die nächste Operation stand dann an und ich war mittlerweile mit meinem Arzt schon per Du, Ernst. Und Ernst erklärte mir dann, dass die Operation gut verlaufen ist und die Platten und die Schrauben aus dem Fuß jetzt rausgenommen werden. Und er merkte, ich höre ihm gar nicht richtig zu. Und er sagt, Miriam, was ist denn los mit dir? Und ich sage, weißt du, Ernst, meine Wut aufs Leben ist so groß und meine Gleichgültigkeit mir selbst gegenüber ist so groß und meine Sehnsucht, meinen Lebenspartner wiederzusehen, ist so groß, dass ich einfach nur verstehen will, warum das Leben das mit mir macht. Und nicht nur mit mir, mit ja jedem anderen da draußen genauso. Ich möchte, und das ist wirklich eine ernst gemeinte Bitte, dass du mir bei der nächsten Operation einen kontrollierten Herzstillstand zufügst. Und Ernst legt den Stift zur Seite und sagt, weißt du, Miriam, technisch ist das überhaupt kein Problem. Ich werde dir etwas spritzen und dann wird dein Herz immer langsamer schlagen, bis irgendwann dein Herz komplett aufhört zu schlagen. Du würdest klinisch tot sein. Und dann wirst du mit Sicherheit auch irgendetwas erleben, sehen, erfahren. Vielleicht einen weißen Tunnel, vielleicht sogar Hannes, der dich abholt. Du läufst auf einer Blumenwiese, barfuß. Und dann hole ich dich aber wieder hierher zurück. Und dann sitzt du wieder im Rollstuhl, hier im Besprechungszimmer und dann werde ich dir eine Frage stellen. War das die Realität oder ist das deine Realität? Und es ist deine Aufgabe, jetzt herauszufinden, was jetzt deine Realität ist, dein jetziger Standpunkt. Und von da aus kannst du entscheiden, was du machen willst. Denn du kannst nicht täglich dein Herz stillstehen lassen, um vor Wut, Ärger, Traurigkeit wegzurennen. Du bist kein Feigling. Mit stolzer Brust, mit starker Brust dem Leben begegnen. Das bist du. Und das sind übrigens wir. Also woran willst du glauben? Wofür willst du kämpfen? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, wenn ich mir egal bin, wenn mir das Leben egal ist, ist mir eine Sache nicht egal zum jetzigen Zeitpunkt, was der Mann über mich denkt, der sich damals in mich verliebt hat. Und wenn mir keiner sagen kann, dass Verstorbene komplett weg sind, dann will ich daran glauben, dass sie vielleicht irgendwo noch da sind und mich beobachten. Und ich habe mir dann einen Zettel genommen und etwas aufgeschrieben. Ich bin mutig, ich bin tapfer, schau mir zu, ich werde dich stolz machen. Und das sind meine allerersten Schritte, die ganz kleinen Schritte zurück ins Leben, nach dem totalen Zusammenbruch. Und dann schaue ich mal weiter. Wissen Sie oder weißt du, es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Und das dürfen wir gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterschätzen. Es ist die Begegnung an der Frau mit der Kasse, morgen früh, wenn du wieder einkaufen gehst. Ein Lächeln hilft ihr, vielleicht besser durch den Tag zu kommen, weil sie gerade von ihrem Mann verlassen wurde und nicht weiß, wie sie ihre 4 Kinder durchkriegen soll. Das ist Menschlichkeit. Und wir haben heute schon so viel über Empathie gehört. Empathie ist das Nächste, was wir in Unternehmen brauchen. Nicht mehr Umsatz, nicht mehr Mitarbeiter. Keine Härte, kein Druck. Empathie, Sog. Das ist das, was es demnächst braucht.
weil Menschen, wie gesagt, unsicher sind und Antworten brauchen, Halt brauchen. Und es sind die Begegnungen, die wir jeden Tag miteinander haben, um grundsätzlich auch in der Gesellschaft wieder besser miteinander zurechtzukommen. So viele Dinge gehen gerade kaputt, oder? Lass uns sie wieder zusammenbringen, weil wir besser miteinander und grundsätzlich miteinander funktionieren. Und deswegen ist die Frage, Opferrolle oder Verantwortung? Gibst du Vollgas, bist du in Bewegung, kämpfst du oder bleibst du sitzen und gehst in den Stillstand? Und das ist eine Entscheidung, die du triffst. Sagst du ja, nein oder vielleicht zum Leben? Und es gibt so viele Menschen, die können dich motivieren und inspirieren. Wir können hier noch 1000 Worte sprechen heute Abend, aber die Entscheidung triffst doch du, ob du ja, nein oder vielleicht zum Leben sagst. Jeden Morgen stehe ich bis heute auf und sage, ich habe keinen Bock, manchmal. Und ich sage trotzdem, let's go. Lass uns schauen, was das Leben jetzt wieder für mich bereithält. Neue Chancen, neue Herausforderungen, neue Veränderungen, weil ich diejenige bin, die die ersten Schritte macht. Und das ist auch der Grund, warum ich heute auf Bühnen stehe und immer wieder meine Geschichte erzähle. Weil ich meiner Geschichte einen Sinn gebe. Und du bist ein einzigartiger Mensch. Dein Aussehen, deine Herkunft, deine sexuelle Orientierung beispielsweise, was du in deiner Kindheit erlebt hast, das sind doch alles Dinge, die dich ausmachen. Und aus dem heraus kannst du ein super großes Warum kreieren. Das hat einen Wert für andere Menschen, weil du in deinem Leben immer Menschen einen Schritt voraus bist. Das sind die Menschen, die da unten sitzen und deine Hilfe brauchen, deine Hand. Also gib doch dem, wer du bist, ein Warum, einen Wert. Du kannst dich immer wieder neu erfinden und diese Herausforderungen für dich nutzen. Und weißt du, so sieht es aus, wenn du aus dem Flugzeug springst. Wer von Ihnen ist mal aus dem Flugzeug gesprungen? Einige, aber immer noch nicht alle. Nächstes Jahr, wenn ich hier stehe, möchte ich das alle aufzeigen. Und du stehst da an der Kante. Und du schaust wirklich 4000 Meter nach unten, 4000 Meter. Dein gesamter Körper sagt dir, auf gar keinen Fall springe ich da jetzt runter. Ich bin noch nicht lebensmüde. Und du stehst da und dann hast du auch noch Zeitdruck, weil der Pilot, der ja das Flugzeug fliegt, der dreht sich zu dir nach hinten um und sagt, okay, bist du bereit? Welche Frage habe ich dir gerade gestellt? Bist du bereit? Bist du ready? Bist du noch wach? Bist du noch aufnahmefähig? Und du schaust da runter und denkst, nee, sorry, aber heute nicht. So, und dann gibt der Pilot dir 3, 2, 1 und dann musst du eine Entscheidung treffen. So easy, so einfach ist das Leben. Entscheidung treffen. Ja, nein, vielleicht. Und du hast doch die Ausbildung gemacht, du hast doch deinen Fallschirm auf dem Rücken, du hast doch dein Höhenmesser am Handgelenk. Du hast einen Pieper im Ohr, der dir sagt, wann es Zeit ist, deinen Schirm zu ziehen. Das Einzige, was du machen musst, ist einen verdammten Schritt. Jeder von ihnen kann Fallschirm springen. Ein Schritt! Aus der Sicherheit, der Komfortzone heraus in die absolute Unsicherheit. Und genau davor, wovor wir Angst haben, da ist doch unser größter Wachstum. Aber wir haben so Angst davor zu scheitern. Wir haben so Angst davor, nicht perfekt zu sein. Und tun es dann nicht und bleiben in einem verdammten Flugzeug sitzen, wo wir nicht einmal am Steuer sitzen. Das ist die Situation, die wir gerade haben. Was auch immer die Politiker und die Presse und was auch immer uns hier gerade erzählt, no way. Ich bin mein eigener Herr, ich gehe meinen eigenen Weg. Natürlich muss ich mich anpassen, aber ich gehe einen Schritt und nutze diese Unsicherheit. Und die Unsicherheit ist der Wind. Und der Wind kommt von unten. Du kannst die Arme und die Beine ausbreiten und nutzen wie Flügel. Und du fliegst genau dahin, wohin du willst und nicht der Pilot. Deswegen die Frage ist doch, springst du oder springst du halt eben nicht? Stell dich doch deinen Ängsten. Scheitere.
Das sind alles Informationen, die du bekommst, um besser zu werden. Aber bleib ja nicht sitzen und bleib in dieser Stille, weil Stillstand, wer war's? Ist der Tod? Herbert Grönemeyer, oder? Also nutze diese Herausforderungen, denn die Unsicherheit ist eine Chance.